Verrenkte Schulter. Deine Arme geben nach und mit einem Keuchen durchdringst du die Dunkelheit. Ein schrecklicher Moment der Schwerelosigkeit endet in einem wässrigen Krachen. Dein Rücken wird vom Schmerz durchzuckt. Hagrid wurde verletzt. Mit einem seltsam erleichterten Gefühl schaffst du es, einen Vorsprung in der Wand zu fassen und zu kommen und ziehst dich selbst aus dem reißenden Wasser heraus. Erst dann bemerkst du, dass der Prüfstein selbst leichter ist, da eine Hälfte abgebrochen ist und nun immer noch unten im Wasser treibt. Ja. Als du dich umschaust, bemerkst du, dass der felsige Vorsprung tiefer in die Dunkelheit anziehende Höhle hineinführt. Weiter in die Höhle hineingehst, du schreitest in das Dunkel. Hey, cool, neuer Loading Screen. Tekio sieht ein bisschen seltsam drauf aus, muss ich sagen. Ja, nachdem wir der Bestie des Winters gegen einen Zombie-Eisdrachen gekämpft haben, kämpfen wir jetzt gegen den Avatar von Kane. Oder Kane? Kane. Warhammer-Anspielung. Wer der verklagt mich nicht. Aber nee, ich glaube, ich versuche jetzt nochmal den Prüfstein einfach dort liegen zu lassen, wo ich ihn aufgesammelt habe. Ich versuch's dann nochmal mit dem Brunnen. Ja, das hat ja auch nicht gerade ziemlich geholfen. Dumm, die dumm. Okay. Zurück zum Rücken. Ja, den Berg wieder hinuntergehen, weggehen. Ich habe ihn immer noch im Inventar, oder? Ja, habe ich. Ich habe auch 15 Macht. Den Prüfstaller jemand anders weitergeben? Du hast dich ja zu Konstantin, der den massiven Felsen stirnrunzelnd ansieht. Komm schon, das Ding ist größer als ich. Den Prüfstaller jemand anderes weitergeben? Wie wär's mit Seraphin? Der Schiffsversenker sei größer als ich, Captain, aber das ist ein Befehl, vermutlich. Nein, komm, bald wieder an Konstantin. Ja. Was sagen die anderen beiden? Das muss ich auch mal gucken. Schon eine Weile her, seit ich eine Glaubensprobe vollzogen habe. Überlass das mir, Wächter. Mit zusammengewissenen Kiefer und leicht bebende Nase und Tüge rollt ihre Ärmel hoch. Und Alof? Alof zwickert dich einmal. Du machst voll Witz. Nein, komm, Konstantin. Ein Enthaken an der Katzenstatue. Ja, das sei zuerst. Das Brüllen des reißenden Wassers umhüllt dich, als das Seil knapp wird. Die Wand verschwindet langsam und gibt eine unterirdische Höhle frei. Du bemerkst einen zutage tretenden Stein in der Nähe, der aus dem Wasser emporragt. Zum Vorsprung schwingen. Du schwingst dich ein paar Mal vorsichtig hin und her und schaffst es, den Vorsprung mit deinen Füßen zu erreichen und dich eng an die Wand zu ziehen. Als du dich umschaust, bemerkst du, dass der felsige Vorsprung tiefer in die Dunkelheit anziehende Höhle hineinführt. Am Seil runter. Mit dem Schwert durch Seile auf seinem Rücken festgebundenen Prüfstein stemmt sich Konstantin gegen die Wand des Brunnens und lässt sich langsam in die Dunkelheit hinab. Konstantin steigt langsam hinab, kurz vor Anstrengung, und macht oft eine Pause, um sich an der anstrengenden Arbeit auszuruhen.
Ja. Jetzt hat Konstantin die Wunde. Konstantin kriegt aus dem Wasser. Nur in Begleitung eines einsamen Teils des zerbrochenen Prüfsteins. Weil er in die Höhle hineingeht. Also ich verliere den Prüfstein, egal was ich mache. Ich vermisse Edea. Ganz ehrlich. Edea kann Steintüren aufstemmen. Ja. Kein anderer ist so stark wie Edea. Du kannst doch immer das Flüstern des Wassers hinter dir hören, als der Weg durch die Höhle in ein abruptes Ende nimmt. Die Passage wurde mit einer Ziegelmauer verschlossen. Ihre unebenen Steine sind von einer dichten Vorhang aus Ranken verdeckt. Die Ranken mit Magie niederbrennen. Ein alchemistisches Gebräu aus Rotenpulver, einer Rahischale und Lösung herstellt, um die Ranken zu entzünden. Die mit einer Hacke den Weg durch die Ranken bahnen. Haben und Beißer verwendet, um den Weg frei zu räumen. Zurückgehen. Alof. Meteoritenschauer. mit einigen Sprüchen und Tatsachen beschwört Adolf eine Flamme, um die Ranken wegzubrennen. Jetzt, wo sie nicht mehr da sind, verliert die Wanda die Integrität, bis sie schließlich zusammenbricht. Nur wenig Licht dringt durch das Loch in der Wand, aber du kannst gerade so ein Geräusch ausmachen, das sich nach dem Gluckern vom Wasser anhört. Oder nach dem Klappern von Gestandenen. Da ist schon wieder dieses Spinnenkeiler-Ding. Du stoppst in einen Raum, der nur im Vergleich zu dem Tunnel, aus dem du gekommen bist, heller leuchtet ist. Ein Mann mit weichen Gesichtszügen und runden Augen blitzt stumm, bevor er sich räuspert. Welcome to the Temple of Tuamawai, Watcher. Home, sweet home. Willkommen im Tempel von Tuamawai, Wächter. Traust du sein Glück allein? Ikira, the wall. What even is down there? Ikira, die Wand. Was zum Kuckuck ist da unten? Er verdreht sich den Hals und blickt über deine Schulter. I'll let you handle this one. Ich lasse dich das mal regeln. Konstantin bringt dich so weit wie möglich zwischen sich selbst und dem Mann. Don't matter none. You're finally here is all. Crowd gets restless waiting. You best get out to the pit. Das macht keinen Unterschied, du bist endlich hier, das reicht. Die Menge wird unruhig, wenn man sie warten lässt. Am besten gehst du raus in die Arena. Richtig freundlich, oder nicht? Wo bin ich? Wer bist du? Moment, was? Pit. Go out to pit. Arena, geh in die Arena. Zeig mir den Daumen zur Tür in der Nähe. Wo bin ich? Er starrt dich verständnislos an. Wer bist du? That don't matter none neither. I'm the Kith supposed to get you. Before the people. Das macht keinen Unterschied. Ich bin der Gestandene, der dich vor die Menge bringen soll. Ich glaube, du hast mich mit jemandem verwechselt. Ikira. You're in Challenger's chamber. Yeah? That makes you Challenger. Beyond that, don't matter none. Du bist in der Kammer des Herausforderers, okay? Das macht dich zum Herausforderer. Ergibt Sinn. Alles andere ist komplett irrelevant. You having second thoughts about the right? Stop. It's too late. Hast du Hintergedanken wegen dem Ritus? Stopp, es ist zu spät. Er gestikuliert scharf zum Portal hinter ihm. Everyone champs at the bit to see you in action. Jeder ist ganz begierig, dich mal in Aktion zu sehen. Best not to argue with him, Watcher. Some of these folks got short fuses and itchy sword arms. Es ist besser, du streitest dich nicht mit ihm, Wächter. Einige von diesen Leuten haben ein ziemlich hitziges Temperament und sind mit dem Schwert schnell bei der Hand. Mich in Aktion sehen, das ist kein Bordell, oder? Was geht hier vor? Ich gehe nicht in deine verdammte Arena. Nehmen wir mal das What? Erste. No. Just get out there. Was? Nein, geh einfach da raus. Wäre kein Problem, wenn es so wäre. Kasuwari gelüstet sich schon lange nach einem edlen Bordell. Der Maunder stößt seinen Finger Richtung Turmbogen, macht einen Schritt zurück und streicht mit den Händen über die Säule. Die Tür schließt sich zwischen euch. Ja, super.
Ah, ich kann mich wieder bewegen. Yay. Gegenstand. Was? Ich habe einen Gegenstand verloren? Achso. Und eine außergewöhnliche Pike. Was hat sich. Die Prüfung. Regler nach Kasovari. Ich kann mich über dem Wasser verjagen, das hatte ich schon. Sie schien mich fälschlicherweise für einen Initiierten in irgendeinem Turnier zu halten. Ich werde entweder einen anderen Weg nach draußen finden oder das Tor der Arena nehmen müssen und sehen, was mich dort erwartet. Ich würde sagen, töten wir einfach das, was uns erwartet. Was kann schon passieren? Außer, dass wir sterben und neu laden müssen. Oder wieder sterben und dann wieder neu laden. Und uns dann fragen, warum wir nicht einfach Konstantin einen Machttrank gegeben haben oder irgendwas anderes, was die Macht erhöht, da wieder den scheiß Stein hätte hochschleppen können. A new challenger joins our eternal hunt. Das suchende Gesicht. Ein neuer Herausforderer schließt sich unserer ewigen Jagd an. As is tradition. The primal elements shall sort predator from prey. Das schlachtende Gesicht, also Seeker, Slayer. So wie es Tradition, die Tradition will, sind es die uralten Elemente, mit deren Hilfe der Jäger von der Beute getrennt werden, wie Spreu vom Weizen. Und das überlebende Gesicht. Sieg oder sterbe, du kannst weder aufgeben noch dich zurückziehen. Das ist das überlebende Gesicht, also das Survivor. Think I'll leave the fiery one to you. Ach Gott, und Obelisken, das ist. Obelisken sind da auch noch. Irgendwie stimmt meine Aufstellung nicht ganz. Die stimmt überhaupt nicht. Du gehst mal nach da. Du gehst nach da. Das sieht doch besser aus. Stand together! It's no use. What can I do you for? Größere Sturmfäule ist schon mal nicht so gut. Ja, ja, das bitte wegklappen. So, dann machen wir das. Was könntest du denn Schönes zu beischlagen? Für deinen gewaltigen Haus, der mit höherer Wahrscheinlichkeit frische Treffer. Das wäre was. Spur des Widers. Blutsturm. Na gut, machen wir mal Blutsturm. Adolf. Das hier. Seraphin löst bei die Sturmfäule da auf. Yes? Nothing I can do. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss die Obelisken erst zerstören. Of course. Right to the bed. Come on. Boy, watch it. They'll fall by my hand. Okay. Irgendwie hilft das alles nichts. Laden wir neu. Ah.
Das Gelaber überspringen wir erstmal. Oh hell, those poor souls. We're not. Dumm die Dumm, wir gehen mal ganz locker um dich rum. Say your prayers.